So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Raven. Wir sind hier also im Zug unterwegs, stecken in der Kabine von Professor Lucien und schauen uns mal in Ruhe um. Professor Lucien scheint mit leichtem Gepäck zu reisen. Das Gepäck der Baronin belegt einen halben Transportwaggon. Ich glaube nicht, dass der Koffer oder die Tasche etwas beinhalten, das mir weiterhelfen würde. Und am besten hinterlasse ich so wenig Spuren wie möglich. Ich habe im Übrigen auch versucht, die Geräusche des Zuges mal ein bisschen runterzustellen. Das war in den ersten Folgen doch sehr nervig. Was haben wir denn hier? Du meine Güte, wie sehe ich denn aus? Ich bin nicht so gut darin, in andere Rollen zu schlüpfen wie der Rabe. Wie auch, er hat das über Jahrzehnte perfektioniert. Aber für die Leute im Zug wird's reichen. Ach, garantiert. Professor Lucien hat noch keine Nacht im Abteil hinter sich. Das Handtuch ist unbenutzt. Und das können wir sogar mitnehmen. Wenn ich es zusammendrehe, dann habe ich eine Art Seil. Sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall schon was entdeckt. Was haben wir sonst noch? Waschbecken. Nee, das hilft mir nicht weiter. Okay. Hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Lauschen wir mal an der Tür. Der gibt nicht so schnell auf. Okay, er versucht also weiterhin reinzukommen. Das haben wir ja schon gesehen, als wir das erste Mal mit Zellner hier im Zug waren. Es war das einzige Fenster, das im Bahnhof ein Stück offen war und mir daher als Einstieg in den Zug dienen konnte. Und jetzt könnte es mein einziger Weg hinaus sein. Na dann bitte, durch da! Das Fenster rechts müsste zum Abteil der Baronin gehören, das linke zum Großraumabteil. Das Dach könnte mein Fluchtweg sein. Okay, betrachte das Dach. Wenn ich mich hinstelle, bin ich mit dem Kopf auf Höhe der Lauffläche oben auf dem Dach. Aber das Dach ist zu schräg und zu glatt, um daran hochzuklettern. Okay, Lufteinlässe? Das sind Lufteinlässe oder sowas. Aber ich kann sie mit der Hand nicht erreichen. Wenn er sie mit der Hand nicht erreichen kann, dann doch garantiert mit dem Handtuch. Nirgendwo reist man so entspannt wie mit der Bahn. Na, ich hoffe, das war jetzt keine Schleichwerbung. Gut, wir stapfen nach hinten. Und damit immer mehr zum Waggon, in dem der gute Legrand sitzt. Mit Konstable Oliver. Wir können rüberspringen und wir können die Tür betrachten. Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Ich kann allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Nee, das wäre auch schlecht. Also, ab nach oben. Okay, wir stapfen weiter nach hinten. Eventuell können wir von hinten ran. Aber es sieht nicht so aus, als wenn wir hier irgendwas haben zum Hinklicken. Nee. Der Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Na dann rein mit dir. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Ah, und da brauchen wir einen Schraubenzieher. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Na gut, Schraubenzieher haben wir jetzt nicht dabei. Wir gehen erstmal zurück. Denke ich jedenfalls nicht. Ich guck nochmal gleich. Ja, komm. Er hat Glück, dass die Bahn nicht so eine Schwenker macht. Normalerweise ist das ja in den Bergen ungewöhnlich, dass sie es nicht tut. Wir können sogar den Salonwagen betreten. Ich müsste mich im Zug frei bewegen können, solange ich mich von Professor Lucien fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Na dann, go. Junger Mann,
Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Ach je, der gute Doktor, der alle umgebracht hat. Aber wo finden wir denn jetzt Kaffee? Wahrscheinlich hinter der Bar. Ein kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen. Okay. Da ist die Kaffeekanne. Ist noch etwas Kaffee drin? Na dann, nehmen Sie mal und ab in die Tasse. Eine Tasse Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Da weiß er nichts mehr drauf zu sagen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Gut, dann können wir uns ja jetzt in Ruhe umschauen und nach einem Schraubenzieher suchen. Oder Schraubendreher vielleicht. Abgeschlossen. Na klasse, stimmt, da war was. Abgeschlossen. Ah, öffne die Schublade, das geht nicht. Wir haben doch gar keinen Schlüssel. Wo war denn der Schlüssel? Der war, den hatten wir wo gefunden? Nimm das Radio. Das Radio werde ich kaum gebrauchen können. Aber ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Ja, doch, eigentlich schon. Bonbonschale, gehe zurück. Öffne die Schublade. Wir haben hier aber keinen Schraubendreher. Nischt. Nee. Das bringt nichts. Gucken wir mal weiter nach vorne. Dürfen wir überhaupt nach vorne? Nein, dürfen wir nicht. Okay, ich kann es ja mal versuchen. Nee, hat keinen Sinn. Wir bleiben hier stehen. Mit dem Messer können wir vielleicht die Schrauben lösen. Okay, dann gehen wir erstmal hinaus. Halt, was betrachte den Deutschen? Er wollte gar keinen Grund hören, warum er eine Zeit lang keinen Kaffee bekommen hat. Er wollte jemanden zur Schnecke machen, wollte einfach mal im Recht sein. Ein trauriges Leben, wenn man sich selber größer machen will, indem man andere klein macht. Ja, das ist wohl wahr. Davon gibt's jede Menge Leute. Okay, wir finden hier wohl nichts mehr, also gehen wir raus, klettern wieder nach oben. Hoppeldopp. Hoppidopp. So, und ab nach hinten. Ach so. Ja, okay. Ich muss ihm erst sagen, dass er dann rüberspringen muss. Entschuldigung, ich habe auf die Leiter geklickt. Das ist dumm gelaufen. Aber schön. Wir sind wieder am Start. Wir sind wieder dabei. Und jetzt können wir mal versuchen, mit dem Messer alles aufzudrehen. Funktioniert nicht. Ach. Halt. Wir haben einen Schlüsselbund. Okay, nee, dann hat sich das erledigt, dann weiß ich ja, was wir zu tun haben. Nochmal zurück. Stimmt, Zellner hatte den Schlüsselbund gleich daneben irgendwo gefunden. Er hatte zwar später noch einen in dem Wachmeister, der da im Museum war, aber der zählt ja nicht. Der lag also ja nur auf dem Boden. Showtime. Genau, Showtime. So, nochmal hinter die Bar. Schlüsselbund raus und ab in die Schublade. Mal sehen. Passt. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Tja... Nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. Was, mehr nicht? Nein, mehr kann ich nicht gebrauchen. Ah.
Okay, aber offensichtlich haben wir den Spiegel gebraucht, sonst hätte er ihn nicht eingesteckt. Dann gehen wir nochmal hoch. Halt, warte. Ah. Der Deutsche ist verschwunden. Wo ist er hin? Schon sehr eigenartig. Die Bonbons können wir uns auch noch angucken. Eine Schale mit alte Leute-Bonbons. Karamell, glaube ich. Nimm mal welche mit. Okay. Die können wir also mitnehmen. Brauchen wir die ja auch noch. Okay, geh mal raus. Dann gucken wir uns das ja auch nochmal an. Bier, Wein, Champagner, Gin, Brandy, Whisky. Die reichsten Schnösel nehmen dieselbe Medizin wie die ärmsten Schlucker, wenn sie Probleme haben. Ich kenne einige Leute, die vor einer Aufgabe, wie sie vor mir liegt, ein Gläschen zur Beruhigung brauchen würden. Ich bin da anders. Um den Umschlag auf dem Tresor zu platzieren, brauche ich einen klaren Kopf. Okay, jetzt müssten wir aber wirklich alles angeklickt haben, alles in unserem Inventar haben, was wir ungefähr brauchen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie das weitergehen soll. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Stuart im Transportwaggon verloren hat. Ja, und deswegen gehen wir wieder nach oben. Springt er nochmal auf die andere Seite. Dann springt er wieder rüber. Einfach nur, weil er es kann. Und anschließend geht's rum. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Spiegel zumindest sehen können, was vorne ist. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Na, da haben wir doch eine Lösung. Das wäre schon nützlich. Nur wie soll ich den Spiegel befestigen? Na, mit den Karamellbonbons. Wenn es denn sein muss, das sollte reichen. Dass man die so weich kauen kann oder so klebrig, wusste ich gar nicht. Aber schön. In Ordnung. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Wie erwartet. Hält. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie das. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Ah, nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Einen Wachtmeister Zellner. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Ach, aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt abpasse. Also das werden wohl unsere Aufgaben sein. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die Ja, das hatten wir schon. Dann mach die doch schon mal auf. Ah. Nachricht, Schlüsselbund. Gehen wir nochmal nach vorne. Irgendwie müssen wir das herausfinden. Nur wie? Oh. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch! Oh Mann! Na also, das sollte uns doch weiterhelfen.
Das war knapp. Cool. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvorkommt. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Na, offensichtlich, das hätte ich auch nicht gedacht. Ach ja, jetzt springt er wieder rüber. Eine extra Runde für die Quote. Und dann wollen wir mal versuchen, ob wir da reinkommen. Schraubenschlüssel, da ist er. Ich könnte die Schrauben schon einmal lösen. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Stellen Sie das auf den Boden. Aye, Sir. Das war knapp. Macht die zweite Schraube wieder so einen Lärm, war's das für mich. Oh, oh. Aber wie können wir Sie daran hindern, so einen Lärm zu machen? Legrand hat sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Und der Bobby versteckt sich hinter einigen Kisten. Offensichtlich hat Legrand eine Falle für den Raben aufgestellt. Pech nur, dass der davon weiß. Geht es darum? Will Inch Legrand einfach verhöhnen? Ja, so ungefähr kommt mir das vor. Aber wie machen wir es, dass wir das lautlos abnehmen können? So nicht. Auf keinen Fall. Spätestens wenn auch die zweite Mutter auf den Boden des Transportwaggons kracht, weiß Legrand, dass ich hier oben sitze. Dann würde mich wohl nur noch ein schmerzhafter und potenziell tödlicher Sprung vom Zug retten. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Das Verhindern allerdings... Ja, eine Schraube ist noch dran. Ich weiß noch nicht, wie wir sie abkriegen können. Und das werden wir auch erst im nächsten Part herausfinden, aber dann ganz bestimmt. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.